Ich habe es. Deswegen haben wir zugeguckt. Ich habe gerade auch noch zugeguckt. Und dann war ich der Erste, der draußen war und dachte mir, was? Alle anderen gucken auch noch zu. Okay, jetzt hat Flo. Wo ist denn jetzt mein Zweites? Rupa Wiesel fall auf seinen Namen dumm. Du fall. Du. Hoho. Ist deiner müde? Ja, bisschen. Oder Sauerstoffmangel? Ja, wahrscheinlich beides. Ja, und jetzt greift alle gleichzeitig die Ecke. Gehe ich immer direkt nach rechts außen. Da ja, wahrscheinlich ist das. Meistens ja, wäre wahrscheinlich besser. los. Alter. Mann, ich bin. Also bei mir scheint dieser Offline-Schutz hier gegriffen zu haben. Oh. Bitte? Bei mir scheint der Offline-Schutz gegriffen zu haben, dass wenn man, Twitch hat doch so eine Funktion, dass wenn man offline ist und innerhalb einer bestimmten Zeit wieder online kommt, dann wird nur so ein Zwischenbild geschaltet. Scheint gegriffen zu haben. Also Twitch sagt auch, dass, also auf der eigenen Webseite, dass ich immer noch online bin. Wir sind raus. Ja, was soll's. Der Flopo eigentlich keine Schuhe. Dem fehlen die Füße irgendwie. Ja. Das tut mir leid, Flopo. Kommt man damit klar, oder? Oh, geht das schon wieder los. Dafür hat Wupperwiese die schöneren Haare. Ja, definitiv. Flopo hat nur einen Käse auf dem Kopf. Ja. Yeah. So ein blödes Band. Alter, ey. Und bei Nahkampfschlaf, da ist Hopfen und Malz verloren. Ja. Es hat einfach nur eine Ente mit dem Frosch. Oh. Ey, was ist das jetzt mit dem Bug hier? Das ist doch Kacke. Voll daneben hat der fast. Der Flopo möchte einfach kein Fuß-Content geben. Und kein Arm-Content, wie es aussieht. Oh, yo. Dem fehlen auch. Yo.
Ihm fehlen auch die Arme. Flopo, was ist da los? Ja. Kann ich dir irgendwie helfen? Hallo, 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 Flopo? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, okay. Oh, es läuft, es läuft. Flopo hat immer noch keine Arme und keine Füße. Flopo schreibt, genauso ist es. Hashtag Antifußfetisch. Oh. Nein. Es geht los. Wahnsinn. Dass ich das noch erleben darf. Naja. Ich bin gerührt. Immer noch, leider. Flopo. Aber wir hatten schon lange nicht mehr die Türen jetzt, ne? Gott sei Dank. Muss so lange wie nicht kommen. Ist alles fein. Oh, das geht nicht. Warum sage ich's? Timing. Alter.
Eieieiei. Klappt doch. Ja. Sind doch die geilsten. Wir sind die super Pros. Ach, das muss ich noch rausnehmen. Ah. Belastend. Pixeln. Die Ecke, die ganze Ecke, die ganze Ecke, genau. Die ganze Ecke klingt auch falsch, aber naja. Ja, jetzt wo du es sagst. Ne, kennst du das nicht, wenn du was sagen möchtest, aber dir fällt das richtige Wort nicht ein? Ja, das kenne ich. Das war schon richtig. Ja, und jetzt noch diagonal. Danke. What? Oh, sorry. Quatsch, natürlich war das richtig. Da war kein Sushi bei. Vor allem, das ist schon, war schon letzten Samstag. Kannst du gerne mal reinschauen ins VOD. War ganz witzig. Ja, ich glaube, Sushi, wenn das so 2-3 Wochen unterwegs ist, ist glaube ich nicht mehr ganz so gut dann, wenn es ankommt. Nee. Der kann halt in Japan noch so frisch gewesen sein. Es sei denn, der Fisch ist noch lebendig. Dann, ja, selbst dann ist schwierig. Er muss zu mir hingeschwommen kommen, genau. Dann wird es doch funktionieren. Ja, das stellt sich dann persönlich vor, dass Sushi jetzt aus der Box kommt. Das kann Karate. Das kann Karate, aber ich hab Joghurt, aber ich hab kein Joghurt, ich hab den silbernen Löffel, Leute. Ja. Ach. Nice. Ich glaube, ich hab zum ersten Mal mit dem Portal hier Gold geholt.
braucht dann keinen Lieferanten mehr. Ja, richtig. Jetzt kommt selber die Treppe hoch. Da gibt's doch so einen Witz. Ein Mann öffnet die Haustür, auf einmal Schnecke vorne vor der Tür direkt. Er tritt die so weg in hohem Bogen. Ja, alles gut. 5, 6 Jahre später klingelt's an der Tür. Steht wieder die Schnecke vor der Tür und sagt, was sollte das gerade eben? Viermal Gold, ja, ich habe glaube ich auch 2 oder 3 Mal geschafft. Finale. Ich habe mir vorhin mal ein weißes DIN A4 Blatt vor mein Ringlicht gepackt, damit es nicht ganz so hell ist. Ich glaube, das ist besser, oder? Ich habe mir meine Belichtung selber gebaut. Aus ganz dünnem Plexiglas und so einer Milchglasfolie. Und dahinter eine Lampe. Ach, einfach irgendeine Lampe? Ja. Ich habe halt auf die, bisschen auf die, oh Gott, ey, wie heißt es? 3500K und, oder 4500 oder 5800K. Mir fällt der Name für das gerade nicht. Also jedenfalls die, der Weißabgleich von der Lampe. Du meinst Lux? Nee, Lux ist die Helligkeit. Stimmt, Lux ist die Helligkeit, ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Nein! Ich schmeiß noch einmal. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen sind. Oh, die anderen sind, glaube ich, ein bisschen weiter als wir. Geht's hier lang? Nein! Nein! Kurz davor, jetzt geht's so nicht. Ja. Dann bist du wahrscheinlich genau da rausgefallen, wo ich rausgefallen bin. Nee, ich hatte eine andere Platte. Bei mir war auch noch eine Platte weg. Geht's hierher? Nein, verdammt. Yes! Yes! Nice! Wer hat's geholt? Wer hat's geholt? Ich hab's geholt, aber Wupperwiesel war sehr, sehr, sehr nah dran. Nice. Wuppi! Stark! Lobo, stark! Also Wupperwiesel war auch schon stark. Auf dem Podest da vorne bei der Krone. Hat nur die Schwierigkeiten gehabt, die ich letztes Mal auch hatte, und zwar die blauen Felder da zu treffen. Mhm. Schon die 4. Krone heute. Nee, was ich vorhin meinte, bei den Lampen, es gibt auch Lampen, die sind ein bisschen gelblicher und Lampen, die sind ein bisschen bläulicher. Ja. Und je bläulicher die Lampen sind, desto kälter ist das Licht. Und das musst du einfach nur richtig treffen. Bei einem anständigen Ringlicht kannst du das einstellen, aber ich habe jetzt hier eine Lampe mit, ich glaube, 3500K und eine andere mit 5400 und die habe ich so ein bisschen angeordnet und das geht eigentlich ganz gut. Mhm. Ja, ich hab so ein relativ günstiges Ringlicht gewesen. Ich kann es auch nicht voll über meinen Monitor packen, weil ich halt diese blöde Drahtschräge hier habe. Ich habe das also nur so als Halbmond quasi, als aufgehende Sonne. Also wie gesagt, wenn es günstig sein soll, dann tut es noch eine ganz normale Lampe, die ihr nicht direkt in euer Gesicht, sondern so ein bisschen schräg weg. Und dann zwischen Lampe und euch irgendwie Blatt Papier wird wahrscheinlich auch helfen. Aber ansonsten so Brotpapier, wo man Brot drin einwickelt. Pergament meinst du, ja. Ja, das funktioniert ganz gut. Oder Milchglasfolie. Die streut das Licht so ein bisschen, damit es nicht so direkt ist. Das hilft. Ja, macht Sinn. Es ist super, es funktioniert super. Idee. Ich habe eine ziemlich gute Lampe eigentlich, die hatte meine Mutter früher immer zum Nähen gehabt.
Das einzige Problem, das ist was eine richtig teure Lampe. Das einzige Problem, was da sein könnte, ist, dass du halt das Weiß von der Lampe nicht einstellen kannst. Also das heißt, du kannst die Kelvin nicht hoch oder runter regeln. Na gut, man kann aber auch in der Cam, also in OBS kann man ja auch viel Filter in der Cam anwenden. Ja. Das kann man ja damit auch. Je besser die Cam ist, desto weniger musst du mit dem Licht ausgleichen. Natürlich. Das ist klar. Naja, beste ist natürlich, wenn du eine Spiegelreflex hast zum Streamen. Ne? Ja, besser, wenn du eine DSLM, also eine spiegellose Systemkamera. Ja. Aber es geht halt auch günstiger. Ich benutze zum Beispiel für meins, ich benutze ein Handy, ein altes Handy. Ja, habe ich früher am Anfang auch gehabt. Da kommt sehr stark drauf an, welches Handy du hast, weil die Kameras da halt auch sehr unterschiedlich gut sind. Korrekt. Da habe ich mir ein Plugin für OBS gekauft. Und da kann ich... Ein Plugin für OBS? Das kenne ich aber noch nicht dafür. DroidCam heißt das. Da kannst es, Moment, kennst du... Moment, als Plugin für OBS? Ich kenne die App, aber ich habe das nicht als Plugin für OBS. Das ist ähnlich. Das ist ähnlich, was du meinst. Du meinst DroidCam. Genau, ich meine... Und ich meine richtig... Ja, und ich meine richtig Droid OBS. Da hat nämlich einen großen Vorteil. Du kannst beliebig viele Handys als Cam hinzufügen. Das kannst du mit DroidCam nicht. Habe ich probiert. Okay. Das blockt nämlich ab zwei Cams, sagt es, ja, hallo, ich bin aber schon da und benutzt die erste Cam. DroidCam OBS hat erstmal meiner Meinung nach mehr Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe hier in OBS zum Beispiel einen direkten Einstellungsmöglichkeiten. Slider für den Weißabgleich, Slider für den Zoom und sowas. Und damit kann ich mein Handy fernsteuern. Ja, cool. Ja. Und ich kann halt meine zwei alten Handys einfach mal weiter benutzen, ohne dass ich die wegschmeißen muss oder mir eine Cam kaufen muss. Ja, ich verkaufe meine Handys zum Beispiel auch gar nicht. Ja, die benutze ich für sowas. Weil da halt mal Daten von mir drauf waren. Ja, auch wegen sowas. Ja, also alles, was mit Speicher mal war, verkaufe ich nie. Bin so weit hinten, ich kann gar nicht mehr gucken, wer hier schon wo durch ist. Du glaubst gar nicht, ich habe schon ab und zu habe ich mal SD-Karten ersteigert, beziehungsweise bei Kleinanzeigen gekauft. Du willst nicht wissen, was bei mir drauf war. Ich habe mein Handy, mein letztes Handy gebraucht, gekauft. Ich habe das angemacht, da waren noch Browserfenster offen. Und jetzt rate mal ganz stark was. Naja, wenn du schon so sagst, kann ich es mir vorstellen. Ja, genau sowas. Eine von den Seiten, die die Großteil aller Internetseiten ausmacht. Ja, dann nicht nur die Startseite, sondern direkt, ja. Und Textdatei, der hat seine kompletten persönlichen Daten noch drauf gehabt, ey. Ja, nee, also okay, das hatte ich noch nie, dass direkt was drauf war, aber es gibt ja Programme, womit du Daten wiederherstellen kannst. Brauchte ich gar nicht, war alles also, offen. Ich habe das alles direkt also, zugemacht, gelöscht, ich wollte mir gar nichts mehr davon angucken. Ich mache das ja immer so, weil ich mir da einen Spaß rausmache, ne? Einfach nur um zu gucken. Ich habe da schon Fotos gefunden, die waren schon sehr explizit, also Privatfotos. Mm. Ich habe auch hinterher nach den Fotos bei Google rückwärts gesucht, um zu gucken, vielleicht sind es nur Internetfotos, aber nee. Waren sehr wahrscheinlich privat. Das ist sehr krass, ja. Die Leute, die passen nicht genug auf. Opa Wiesel ist raus. Oh nee. Wer geht? Bist du raus? Ja, scheint so. Gehen tut er nicht, aber er guckt noch zu, meint er. Ah, okay. Robot immer noch keine Arme, der Arme. Ha, was ein Wortspiel. Oh, bitte nicht wieder hier so rumbacken. Ah, na bitte. Man muss jetzt einmal was sagen, ne? Ja. Dann läuft's.
das Shift F3 nicht mehr im Sinn. Ja, macht ja nichts. Man muss ja nicht. Ja, die Kombination, die Tastenkombinationen, die sind teilweise sowas von komisch. Da merkt man aber auch, dass die das eigentlich für Controller designt haben und dann irgendwie dachten, so jetzt packen wir das irgendwo auf die Tastatur. Klasse. Mann, warum schaffe ich es nicht mehr? Das gibt's doch nicht. Was hält er denn fest? Was ist das für ein Trottel? Oh Mann, ey. Er hat doch selber nichts davon, ey. Die könnten wir aber noch schaffen. Der hat's nicht mehr geschafft. Durch. Durch. Durch sind wir eh alle schon. Ich meine, wir sitzen nachts um 2:30 vorm PC. Und ich trinke Kaffee. Ja, bei dem Wort passte das Caps ja irgendwie. Durch. So als Ausruf. Oh no. Das hatten wir heute noch gar nicht, ne? Nee. Also die Hexer-Dinger, die hasse ich, aber das kann ich mal einfach nicht. Hm. Ja, ich glaube, man braucht einfach auch... Also wenn man jetzt nicht der Superpro ist, braucht man, glaube ich, einfach nur ein bisschen Geduld. Ich hätte Ach, die, crap. Da war die Geduld wieder weg. Bei ja, bei mir auch. Oh no. No, 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 no. Ich bin raus. Wer ist noch drin? Ich bin drin. Und raus. Nicht mehr. Ja. Scheiße. Okay, können direkt verlassen. Läuft ja super. Das läuft ja super. Und dann nehmen wir als erster raus, er freut sich darüber. Hauptsache erster, egal wobei, ne? Ja. Ja, aber bin ich der Einzige, der Erster auf seinem Vollgeist-Typen zu stehen hat?